Hallöchen, mein Name ist Lars LP, willkommen in der Alpha und damit zur ersten Folge von Minecraft Evolution. Aber wie sind wir eigentlich in Alpha gelandet? Und was machen wir hier? Und was sollen wir hier überhaupt? Und warum sind meine Schrittgeräusche so laut? Ist ja schlimm. Gehen wir doch mal ein paar Schritte zurück. Neues Labor, hat er gesagt. Und ich muss ihm irgendwie helfen. Aber warte, ich glaube, in die Richtung müssen wir. Ein Museum der Zeit, hat er gesagt. Minecraft Evolution und was ist das denn? Sag mal, wie viel Strom braucht der Alber denn für sein Labor? Was ist hier denn los? Labor! Und damit sind wir wohl angekommen beim Alber. Ja, gehen wir mal rein, würde ich sagen, oder? Ja, wo muss ich denn hin? Wow. Und was ist da hinten? Wow. Wie immer übertreibt der Alba es. U-Boot, Pflanzenlabor, Forschungslabor. Komm ins Labor, hat er gesagt. Ja, danke. Okay, unter Wasser geht's also auch noch. Knecht Nubrecht. Bubu, Maggie. Skeleton, Cooper. Wer sind denn all diese Menschen? Lars 2.0? Und ein Alba? Hat der uns geklont? Was hat der vor? Das ist also Albas neues Versuchslabor. Das ist ja gigantisch. Aber wo steckt der denn jetzt hier in diesem riesen... Alba, da oben. Sag mal, was mache ich denn hier? Ich soll eine Zeitreise machen und dir helfen, die Geschichte von Minecraft zu erleben und aufzuschreiben? Du weißt schon, dass das ziemlich verrückt klingt, oder? Und wo fangen wir an damit? Also mit dem Toilettenhäuschen soll ich reisen, okay? Und wie komme ich zurück? Ich soll einfach ins Void springen? Du willst mir erzählen, dass die Lehre die Reise zurück ist? Okay. Und wie lautet die erste Aufgabe? Ich soll also hier reingehen und in die Alpha reisen und erstmal einfach versuchen zu überleben. Und wie teile ich dir mit, dass ich die Alpha geschafft habe? Na klar, ins Void springen, ja was auch sonst. Okay, dann, ja, wollen wir mal. Dann wollen wir dem Alpha mal glauben und springen mal in diese super seriöse Zeitmaschine. Ich hab ein bisschen Angst hier drinne. Ein kleiner Holzkasten, der mich zurück in die Zeit bringen soll. Legen wir los. Und jetzt sind wir hier. Wir müssen erstmal gucken, dass wir in der Alpha überleben, damit wir dann in jede Version springen dürfen. Na, danke, Alba. Was habe ich denn für laute Schrittgeräusche, sag mal? Okay. Oh je. Oh Mann, die Menschen, die Minecraft in der Alpha angefangen haben, die müssen doch heute denken, das wäre voll... voll weird irgendwie. Hallo Schaf, ich brauche Wolle für ein Bett. Okay. Ich meine, okay. Hast du vor Schreck mal die Wolle verloren, ne? Ja, hätte ich auch. Dankeschön. So. Okay, wir müssen I drücken. Wir haben kein Rezeptbuch. Wir können... Ich kann nicht mal mit der Maustaste gedrückt halten, alles verteilen. Ich muss wirklich alles klicken. Oh, ist das lange her, dass ich Minecraft so gespielt habe. Hui. Ich würde sagen, als erstes brauchen wir mal ein bisschen Werkzeug, ne? Wie das Licht hier noch aussieht, ne? So richtig blöckchenmäßig fällt das hier rum. Ach ja. Das ist richtig lange her. Ey, mir fällt ja jetzt erst auf, es gibt gar keine Erfahrung und keinen Hunger. Ich hab gar kein... Gibt's Fallschaden? Okay. Ja, den gibt es. Aber, und wie regeneriere ich jetzt nochmal Leben? Okay. Aber gut. Gucken wir erstmal einen Ofen. So. Fackeln können wir auch mal machen. So.
Und dann gucken wir mal. Das Schaf scheint die Wolle nicht neu zu gewinnen. Ich weiß nicht. Es ist alles so weird. Es ist alles so komisch. Es ist alles so alt. Aber alles so toll. Ach, herrlich. So. Die Baumkrone scheint auch nicht zu verschwinden, ne? Ein Setzling habe ich schon mal. Das ist schon mal gut. Der Tag vergeht also auch. Die Sonne, die wandert. Das ist schon mal gut. Es gibt also eine Nacht. Dann müssen wir mal gucken, ob da die Monster rauskommen. Ich bin mir da noch nicht so sicher, ehrlich gesagt. Was ist denn mit dem Schaf hier? Ich brauche noch ein bisschen Wolle für ein Bett. Oh, die alte Minecraft-Musik. Ich weiß nicht, ob man sie hört. Die Musik ist einfach so übertrieben laut. Und ich habe die Musik... So ist, glaube ich, besser, ne? Oh, ich kann mich noch so dran erinnern, wie ich das erste Mal das gehört habe. Es war so gut. So, Baum. Sag mal, das Schaf scheint ja keine Wolle mehr zu generieren, ne? Warte mal. Da. Nicht mal Fleisch? Nichts? Hä? Okay. Ein Huhn! Hallo, Huhn! Komm mal her, Huhn. Huhn? Nicht Huhn? Huhn? Auch nix? Da ist noch ein Huhn, warte. Huhn. Auch? Hä? Was bringen die Tiere hier denn überhaupt? Da hinten sind Schweine. Schweine! Schweinefleisch! Ja, endlich mal. Und noch mehr. Und... Oh mein Gott. Ja, ich erinnere mich, man konnte das gar nicht stacken. Man hatte einfach das ganze Inventar voll Fleisch, wenn man auf Reise gegangen ist. Weil damit konnte man sich heilen, ne? Ja, guck mal, nicht mal eine Essanimation, einfach geheilt. Kann man das denn wenigstens, konnte man das schon brutzeln in der Alpha, sag mal? Okay, das schien's... Ich kann... Oh mein Gott, ich muss jedes Fleisch einzeln in den Ofen packen. Das dauert ja Jahre. Okay, so langsam wird es dunkel. Diese Fackelbeleuchtung hier, die ist ja auch sehr schön. Also, es ist ja... Hui. Das ist, ja, ein neues Teppichmuster oder so. Aber sag mal, konnten wir schon Truhen machen? Bin mir da echt... Ja. Okay, Truhe geht schon mal. Das ist schon mal gut. Damit man immerhin den ganzen Kram verstauen kann, auch wenn man ihn nicht stacken kann. Das geht, okay. Und machen wir uns mal schnell ein kleines Haus. Vielleicht machen wir mal... Warte mal, wir machen mal Stufen. So. Eine Stufe aus 3 Holz, okay. Und guck mal, wie dünn die ist. Machen wir noch Treppen. Okay. Hä? Das ist ja ein weirdes Symbol. Wow, es wird richtig, richtig dunkel, ne? Es wird aber mal richtig brutal dunkel. Okay. Die eine Stufe. Hey, das ist doch eine Druckplatte und keine Stufe, sag mal. Die ist weg? Hä, die ist einfach weg. Es gab noch keine Stufen? Okay. Okay. Gab's denn schon eine Tür? Ja, oh, die gab's schon, Gott sei Dank. Puh, das heißt, wir können jetzt ganz easy ein kleines, aber feines Haus bauen. Auch kein Geräusch, wenn die Truhe... Guck mal, wie platt die Truhentextur noch ist. Die geht da nicht auf und nix und kein Geräusch. Und auf dem Ofen ist auch einfach Steintextur drauf. Das passt überhaupt nicht, aber okay. Aber hä, warum hat man die Texturen rundherum so custom gemacht und obendrauf die einfach Steintextur? Ich verstehe es nicht. Egal. Ich muss es auch nicht verstehen. Aber, boah, das ist bestimmt 10 Jahre her, dass ich so Minecraft gespielt habe. Heidewitzka. So, wir brauchen noch ein Dach, ne? Wir können ja mal gucken, ob wir losziehen können, noch einen Baum fällen, damit wir wenigstens das Haus komplett kriegen. Das sollte dann reichen für den Alba, glaube ich, zum Überleben. Hoffe ich zumindest. Boah, man sieht einfach gar nichts. Man musste alles ausleuchten. Ne? Waren hier oben nicht noch Bäume irgendwie? Ich sehe wirklich nichts. Einfach nichts. Oh, ein Baum. Ich habe den wirklich nicht gesehen. Okay. Sollte aber reichen. Dann können wir unser Dach fertig machen. Ich bin weg. Ich habe ihn gehört, aber zu spät. Boah, hätte ich nicht noch einen Schritt zur Seite gemacht, wären wir vielleicht schon tot. In der Alpha. Am ersten Tag. Schnell, bis hier ein... Hier...
So, einmal die Tür. Das geht. Der Ton ist heute immer noch derselbe. Okay, das ist cool. Ist dann noch ein Steinboden rein und dann sollten wir doch schon dekorativ voll on point sein. Und der Bruchstein hat auch noch so eine komische Textur, ne? Also ist alles noch so viel pixeliger als heute und man kann gar nicht sprinten. Oder man kann keine Skins, man kann einfach nix. Den stelle ich auch nochmal hier so ein bisschen weiter weg, so dahin. Vielleicht dahin. Der ist okay. Aber mir fällt gerade auf, es gibt gar kein Gras. Also, wie kann ich denn Tiere vermehren? Kann ich das überhaupt? Muss ich das überhaupt? Wir müssen aber noch einen Weg ins Nichts finden, ne? Wie machen wir das denn? Oder meint der Alba, wir müssen einfach sterben? Ich glaube, wir müssen einfach sterben, ne? Guck mal, da ist ein Skelett. Schießt er schon mit Pfeil und Bogen? Hallo, Skelett. Wow. Hä? Du hast doch nur einen Pfeil in der Hand. Aua. Aua. Oh. Puh. Boah. Boah, ist das böse. Oh, guck mal, neue Hühnchen. Hühnchen. Oh, die bringen Federn. Okay, aber kein Fleisch, ne? Danke. So, wie kann ich euch denn... Wie kann ich euch denn vermehren, sag mal? Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, hier spawnen viel mehr Tiere. Also einfach so... So random tauchen Tiere auf. Und noch ein Skelett, das überlebe ich gar nicht. Fangen die nicht an zu brennen, wenn der Tag angeht. Hallo Zombie. Ah doch, er brennt, er brennt. Da hinten ist eine Kuh. Okay. Ja, wir haben genug Wolle. Das ist gut. Jetzt können wir uns ein Bett machen, wo die Nacht rum ist. Kann man eigentlich auch schon... Ja, Steine brutzeln kann man auch schon. Okay, das ging also auch schon. Das heißt, wir können schon ein bisschen mehr dekorieren in unserem Haus. Geht das nochmal? Nein, geht nicht nochmal. Okay. Gut, ein Bett. Ein Bett. Die geile Druckplatte. Dip, dip, dip. Bett also auch nicht. Dankeschön. Oh, kein Fleisch, schade. Auf jeden Fall müssen wir noch einen Ofen machen. Und ich glaube, wir müssen noch einiges ausprobieren, ne? Es gibt noch so vieles, wo ich mir gar nicht sicher bin, ob das funktioniert. Gibt es schon den Nether in der Alpha? Gibt es Diamanterz? Gibt es Lapis? Kann man verzaubern? Gibt es Tränke? Was denn hier los? Sag mal. Ich bin verwirrt. Okay, der ultimative Versuch. Gibt es Fallschaden im Wasser? Nein. Also, Water MLG war schon immer ein Ding. Okay, gut. Puh. Immerhin etwas, was uns bleibt. Kein Rezeptbuch, das wird richtig schwierig. Puh, ich überlege, ob wir irgendwie Nahrung anbauen können in der Alpha. Ob wir irgendwie die Tiere vermehren. Vielleicht können wir die mit Blumen füttern. Vielleicht können wir die mit Blumen füttern. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal aus. Nö, die will keine Blume. Ja, dann hier. Danke. Leder gibt es aber schon mal. Das heißt, wir könnten vielleicht gleich eine Lederrüstung machen, wenn wir noch ein paar Kühe finden. Oh, Schafe. Ja, die nehme ich auch. So, danke. Die droppen aber kein Fleisch oder so, ne? Nur, die verlieren ihre Wolle vor Schreck und das war's, glaube ich. Ja, ich glaube, das war's wirklich. Ich glaube, von denen gibt es sonst nichts. Wie viele Schafe gibt's denn? Ich baue einfach nur mit Wolle. Das geht viel einfacher. Was ist das da hinten? Das ist kein Eisen, oder? Sieht eher aus wie Kies. Eine Höhle. Eine Höhle. Vielleicht finden wir hier ein bisschen Eisen oder so. Und Kies. Droppt daraus eigentlich schon der Feuerstein? Nee. Man kriegt den gesamten Block. Okay. Was jetzt auch normal ist in Minecraft, ne? Manchmal kriegt man halt einen Feuerstein raus. Aber war das hier auch schon so? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Aber hier ist noch eine Höhle. Wir gucken mal gerade. Wieso ist das einfach schwarz? Guck mal, das ist einfach schwarz. Aber da geht's doch rein. Oh, gruseligste Höhle ever. Okay. Warte. Auch kein Eisen. Na, super. Wäre schön, wenn wir mal irgendwie was Sinnvolles finden würden. Lederrüstung. Probieren wir das mal. So. Jo. Der ist ja hässlich, der Helm. Aber hey, wir können ihn anziehen. Bup. Sieht aber schon sehr ähnlich zu heutigen Lederhelmen aus, ne? Und damit geht ein weiterer Tag in der Alpha zu Ende.
Auf was für einen Trip hat der Alba uns da bloß geschickt und... Ja, sind wir schon bereit für die Beta? Müssen wir noch was testen? Ich glaube, wir sollten erstmal gucken, was es noch so in Höhlen gibt. Und bevor wir zum Alba zurückgehen, müssen wir die Alpha wirklich auf Herz und Nieren testen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es dir gefallen hat, kannst du das Video gerne liken. Wenn euch geschehen, den Kanal kostenlos abonnieren. Und vielleicht mal in die Kommentare schreiben, ob dich die Alpha auch irgendwie an vergangene Zeiten erinnert. Oder du sagst, wow, so hätte ich Minecraft niemals angefangen. Ciao mit V.